Ich glaube, ich hätte dich heute sogar ganz gerne noch als Au-pair-Mädchen. Was schmeißt du jetzt so ran an die? Na, weil sie nett ist. Mein Au-pair-Mädchen, liebe Uli, hat mich den ganzen Tag nur angeschrien. Nur gebrüllt, 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 gebrüllt. Und die hatte unfassbar starkes Zahnfleischblut. Da kam jedes Mal Fontänen von Blut aus dem Maul. Die sah jeden Abend aus wie eine Currywurst, wenn die fertig war. Und ich habe mir damals gesagt, Stehermann habe ich mir gesagt. Ich habe mich schon damals Stehermann genannt. Stehermann, wenn du irgendwann mal Kinder haben solltest, dann machst du das nicht so. Dann gibst du diese Kinder nicht weg an Fremde aus dem Mund blutende Frauen. Und ich habe heute ein Kind. Eine Tochter. Eine vierjährige Tochter. Und ich bin Alleinerzieher. Und das ist natürlich nicht einfach als Alleinerzieher. Auch für ich auch. Ich bin kinderloser Alleinerzieher. Ist auch schwer. Ist auch nicht so einfach. Vor allem durch die Doppelbelastung Bier und Fußball. Ist auch schwer. Für meine Tochter ist es doch wirklich schwer, das weißt du doch auch. Wir sind ja fast 700 Tage im Jahr weg. Und ich bin die einzige Bezugsperson. Meine Tochter musste aus der Not heraus schon mit 2-3 Monaten kochen lernen. Wenn ich in Wien bin, versuche ich mich schon natürlich dann auch um sie zu kümmern, so gut es geht. Waren wir das letzte Mal in Wien, so richtig? September, glaube ich. Im frühen Advent. Ah, das war ganz schön, glaube ich. Da habe ich meiner Tochter vorher ein SMS geschickt, dass ich komme. Und da bin ich um Mitternacht nach Hause gekommen, glaube ich. Und in der Küche stand auf dem Tisch so ein Topf, sie hatte gekocht. Daneben eine Flasche Wodka, sie weiß, ich mag Wodka ganz gern. Da habe ich ein bisschen gegessen, das hat mir nicht so geschmeckt und dann habe ich getrunken. Noch ein bisschen getrunken und die Flasche ausgetrunken. Und gegen 3 Uhr ungefähr war es, dass ich zur Tankstelle gefahren bin und mir noch eine Flasche gekauft habe. Und dann bin ich so um 5, 5:30, glaube ich, ins Kinderzimmer getorkelt. Und da lag sie in ihrem Gitterbettchen, neben sich noch die ganzen ausgefüllten Sozialversicherungsformulare. Und sie ist so süß. Es gibt nichts Schöneres, als sich ein kleines, schlafendes, schönes Mädchen anschauen. Und sie ist sehr schön bei dem Vater, nicht so verwunderlich. Und dann wollte ich sie küssen. Ich beugte mich runter und merkte, wenn ich mich runterbeuge, dass sich alles zu drehen beginnt. Und ich habe im allerletzten Moment links neben das Gitterbett aufs Spielzeug kotzen können. Nicht immer nur nehmen, auch mal geben können. Andere Väter kümmern sich gar nicht um ihre Kinder. Meine Tochter ist morgens wach geworden, hat das Spielzeug gesehen und wusste immerhin, ich war da. Das ist so eine Geruchsassoziationskette, die sich im Babykopf festsetzt. Ne? Spielzeug stinkt, Papi war da. Ja, das ist doch wichtig. Ja. Du musst dich als Kind geliebt fühlen. Ja. Nur so kannst du als Erwachsener dann auch Liebe weitergeben. Deine Liebe riecht, du leist auch schon. Das ist echt Rex Gildo in der Endphase, was du hier ablieferst, Sherlock.